das ist für mich heute ein ganz neues Format. Nicht nur, dass es irgendwie ein neues Format ist, dass es heute nur Frauen vortragen, was ich mega super finde. Es ist für mich auch das allererste Mal, dass ich tatsächlich von zu Hause aus einen Vortrag vortrage. Und ich bin sehr gespannt, ob das technisch alles so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe gedacht, damit wir gleich mal testen und mit der Technik wahrscheinlich gleich schon scheitern, also ich scheitere, ihr bestimmt nicht, wollen wir einfach mal versuchen, ein bisschen interaktiv einzusteigen. Keine Angst, es ist nichts Schlimmes, ihr müsst euch nicht irgendwie ganz fürchterlich ausziehen von mir sozusagen mental. Aber wenn ihr Zeit, Lust, nein, Zeit ist Quatsch, wenn ihr Lust habt, dann kommt doch mit auf menti.com. Das ist eine kleine Seite, wo man so ein paar Umfragen machen kann. Da habe ich für den Verlauf der Folien einiges vorbereitet. Jetzt, wo ich gerade meine eigenen Folien angucke, sehe ich, dass ich unten auch noch eine Q&A-Folie eingeblendet habe in der Fußzeile. Die ist eigentlich hinfällig, weil nämlich die tolle Orga eine viel bessere Q&A-Folie hat als ich. Sorry, habe ich vergessen rauszunehmen. Da seht ihr, ja, funktioniert nicht alles immer ganz so perfekt, wie man es vorstellt. Aber ja, wenn ihr Lust habt, dann, wie gesagt, kommt auf menti.com, könnt ihr einfach direkt aus dem Browserfenster machen oder auf dem Handy oder wie auch immer ihr das möchtet. Da gibt es im Moment eine Frage und da möchte ich euch einfach bitten, ganz spontan zu antworten, was am ehesten auf euch zutrifft. Es gibt da nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren. Soll uns einfach so einen ganz kurzen Einblick geben, ob wir hier alle, die jetzt dabei sind, total gleich sind oder total unterschiedlich ticken. Und nachher kommen wir auch nochmal ganz kurz darauf zurück, in welche Richtung diese Antworten vielleicht deuten könnten. Ich werde euch aber noch ein bisschen was dazu erzählen, warum wir die nicht überinterpretieren sollten. Ich schaue im Moment auf dem zweiten Bildschirm zu, wie sich da schon munter irgendwelche Pünktchen zeigen und werde jetzt hoffentlich mal versuchen, euch das auch anzuzeigen. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich hoffe, dass ihr jetzt auch gleich das Ergebnis sehen könnt. Ja, Technik, die begeistert. Ah, jetzt sollte was passieren. Bei euch wird es einen kleinen Moment verzögert. Ach nein, wenn ihr mich hört, dann ist es auch da. Ach, vergesst einfach, was ich sage. Also wie man hier sieht, ist so ein bisschen ausgeglichen zwischen Leuten, die manchmal planen und nicht immer und denen, die sagen, ich habe eigentlich für alles am liebsten einen Plan. Ganz wenige sind dabei, die jetzt sagen würden, ich handle völlig spontan immer. Und ich würde gleich mal noch eine zweite Frage hinten dran schieben. Wenn ihr also noch auf menti.com seid, dann sollte jetzt eine zweite Folie aufgegangen sein. Da ist die Frage, wenn ihr so einen Abend mit Freunden irgendwie entweder unterwegs wart, wenn ihr euch mal zurückerinnert, damals, als man noch zu unterwegs sein konnte, oder auch jetzt vielleicht einen Abend mit einem Zoom-Meeting oder sonst irgendwas mit Leuten verbringt. Wie geht es euch danach? Ist es eher so, dass ihr rausgeht und sagt, boah, das hat mir super gut getan, ich fühle mich jetzt total energiegeladen? Oder dass ihr sagt, das war ein toller Abend, aber jetzt bin ich echt froh, wenn ich mal ein bisschen Zeit für mich habe? Oder seid ihr halt irgendwo dazwischen? Auch da wieder, gibt kein Falsch, gibt kein Richtig, sondern es ist einfach mal so eine Momentaufnahme. Und auch da werden wir nachher nochmal drauf zurückkommen, was das vielleicht bedeuten könnte für uns als Persönlichkeiten. Vor allem soll es uns, glaube ich, auch ein bisschen zeigen, wie verschieden wir sind und dass es aber trotzdem bedeutet, wir haben vorher den Abend alle gemeinsam mit Freunden verbracht. Ich versuche das jetzt hier auch wieder euch aktualisiert zu zeigen. Es dauert wieder einen kleinen Moment. Ich aktualisiere. So, also man sieht hier ziemlich ausgeglichen die beiden Extreme in Anführungszeichen. Da kommt gerade noch einer dazu, bei freue mich auch ein bisschen Zeit für mich. Und Mathe ist gerade nicht meins, ein Fünftel oder so, ist irgendwo dazwischen. Ja, vielen Dank erstmal fürs Mitmachen. Ich gehe mal zurück zu meiner Präsentation. Moment, ich muss hier immer 5 verschiedene Fenster wechseln, deswegen muss mal schauen, ob es funktioniert. Ja, bevor ich jetzt so richtig offiziell anfange, das war ja sozusagen unser Intro und ich bin schon mal froh, dass es technisch zumindest bei mir so aussieht, als hätte es geklappt, möchte ich euch noch mal kurz erzählen, woher ich eigentlich komme und warum mich dieses Thema so interessiert.
Ich habe mal vor ganz langer Zeit eine kaufmännische Ausbildung gemacht und dann vor allem als Buchhalterin gearbeitet. Und als ich mich so über diesen Job informiert habe, da stand da das Berufsbild des Buchhalters, der Buchhalter oder die Buchhalterin sei eher ein introvertierter Mensch. Und damals habe ich gedacht, totaler Quatsch, das stimmt ja gar nicht, ich bin ja nun das krasse Gegenteil. Und ja, inzwischen habe ich, glaube ich, eine ganze Menge so gelernt über mich und über meine Art und wie ich ticke. Und dann habe ich festgestellt, dass manches vielleicht doch nicht ganz so eindeutig war, wie ich es mir damals vorgestellt habe. Und ja, so ist eigentlich mein Interesse daran entstanden. Ich habe mich dann beruflich ein bisschen verändert. Markus hat es vorhin schon gesagt, habe dann als Beraterin gearbeitet. Im Moment studiere ich Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt, bin jetzt kurz vor dem Abschluss. Danach werde ich wieder als jetzt richtig ausgebildete IT-Consultant arbeiten dürfen. Ja, und in dieser Zeit vor meinem Studium, da war es so, dass ich immer einen Teil meiner Zeit beim Kunden verbracht habe, dass ich irgendwie einen Teil telefonischen Support gemacht habe und einen Teil, da war ich tatsächlich ganz alleine im Büro und habe kleine Sachen programmiert für Formulare etc. Und ich habe dann festgestellt, für mich ist es eine super Mischung gewesen, eben von allem so ein bisschen was zu haben. Also mal ja aktiv mit Menschen zusammen zu sein und mal eben auch nicht. Und ja, nachdem ich dann angefangen habe zu studieren, da kam dann plötzlich nochmal ein ganz neuer Gesichtspunkt. Ich bin nämlich auf das Konzept der agilen Softwareentwicklung gestoßen. Und ich glaube, da muss ich euch wahrscheinlich den meisten nicht so viel erzählen. Also alle, die selber aus der Entwicklung kommen, kennen ziemlich sicher das agile Manifest und die vier Grundsätze. Und ich fand es total klasse. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, boah, super, das ist ja genau das, was ich eigentlich immer schon gemacht habe. Und das hat einfach jemand aufgeschrieben. Perfekt. Und dann habe ich weitergelesen, habe festgestellt, aha, da gibt es so 12 Prinzipien und die fand ich auch total gut und finde sie eigentlich auch immer noch gut. Aber dann habe ich so ein bisschen angefangen, drüber nachzudenken und habe gedacht, was heißt es denn jetzt? Fachexperten, Entwickler müssen täglich zusammenarbeiten, die müssen irgendwie am besten immer von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen, man muss ständig irgendwie im Team reflektieren. Andererseits soll man aber auch das Umfeld und die Unterstützung haben, das man braucht. Und ist denn mein Umfeld, das ich ständig kommunizieren will? Und als ich da so drüber nachgedacht habe, kamen mir so ein paar Vorurteile in den Sinn, die ich so im Laufe der Jahre mal gehört habe. Und eins davon war, dass ich immer mal wieder gelesen habe, angeblich führt ein kontaktfreudiges Umfeld zu Kreativität und Produktivität. Und ich dachte, okay, was heißt das jetzt? Muss ich den ganzen Tag mit jemandem zusammensitzen? Bin ich sonst total unkreativ. Noch viel schöner, als Führungskräfte sind Extravertierte besser geeignet. Also ich hoffe und glaube, dass sich das in vielen Bereichen, also in vielen Unternehmen heutzutage rumgesprochen hat, dass es nicht so ist und in der Literatur ist auch sehr gut belegt, dass es nicht so ist. Ist aber, glaube ich, bei manchen Personalern, no offense, wenn welche hier sind, immer noch so ein bisschen dieser Glaube, die sind da irgendwie besser geeignet. Und genauso auch so was, gute Mitarbeiter, die sind ja aufgeschlossen und kommunikativ. Aber da frage ich mich jetzt, Softwareentwicklung haben wir irgendwie alle im Kopf, ist was für Nerds. Das sind doch aber die, die ganz alleine den ganzen Tag im Keller sitzen und mit niemandem kommunizieren. Wie passt es denn jetzt alles zusammen und wie kriegen die das denn jetzt eigentlich hin mit dieser agilen Softwareentwicklung? Dass sie es hinkriegen, das wissen wir, glaube ich, inzwischen. Und ich glaube, so ganz kurz zusammengefasst, halte ich Agilität für ein super Konzept, um gute Software zu entwickeln. Ich glaube aber auch, dass das Ziel nicht sein kann von agiler Softwareentwicklung, dass wir jetzt alle plötzlich extravertiert sein müssen. So, jetzt habe ich ungefähr, keine Ahnung, nicht mitgezählt, 20 Mal extravertiert oder introvertiert gesagt, aber wir haben eigentlich überhaupt noch nicht geklärt, was bedeutet das denn. Und ja, deswegen kommt jetzt mal ein bisschen Theorie. Wenn wir über Introvertiertheit oder Extravertiertheit oder Extraversion sprechen, dann ist das eigentlich eine Facette unserer Persönlichkeit. Und wenn wir mal gucken, wie Persönlichkeit oder Persönlichkeitseigenschaften definiert sind, dann sind es Tendenzen, sich in bestimmten Situationen in bestimmter Weise zu erleben und sich dort in bestimmter Weise zu verhalten. Wichtig ist dabei vor allem das Wort Tendenz, also das heißt, es ist nicht absolut fix gesetzt, wenn ich so bin, dann verhalte ich mich
immer gleich. Es ist natürlich abhängig von der jeweiligen Situation, von meiner Tagesform. Ich werde mich nie hundertprozentig gleich behalten, verhalten, aber es sind eben immer ähnliche Verhaltensweisen, die man beobachten kann. Und es gibt eine ganz große Menge von Faktoren, die man betrachten kann, wenn man sich mit Persönlichkeit befasst. Es gibt ein Modell, das ist schon ziemlich alt, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ist das entwickelt worden. Das ist das Big Five Modell. Habt ihr vielleicht auch schon mal was von gehört? Das war im Prinzip, wurde da rein empirisch wurden Daten beobachtet, die wurden dann mit Hilfe einer Faktorenanalyse zusammengefasst. Müssen wir jetzt nicht wissen, was das genau bedeutet. Und da wurden 5 recht stabile Faktoren herausgefunden. Und eins davon ist eben die Extraversion, deren anderer Pol auf der anderen Seite die Introversion wäre. Und wenn wir, also ich habe jetzt erstmal hier die ersten beiden Faktoren von diesem Big Five-Modell, Extraversion und Neurotizismus. Extraversion ist das, was wir hauptsächlich heute angucken wollen. Diese zwei zusammengenommen nennt man oft die Big Two of Temperament, weil das halt so das ist, ja, wo es darum geht, wie verhalten wir uns ganz stark, wurde lange Zeit auch am häufigsten eigentlich so in der Literatur gefunden. Uns interessiert jetzt eben heute die Extraversion, und wenn man hier mal so die Facetten anguckt, Herzlichkeit, Geselligkeit, Durchsetzungsfähigkeit, vor allem Aktivität, dann sind es irgendwie alles natürlich Facetten, die ich empfinde es so oft auch mit einem gewissen positiven Kontext verbunden sind. Und wenn man dann das Gegenteil sucht, Inaktivität oder Nicht-Durchsetzungsfähigkeit, dann gilt das oft eher als negativ. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Also da würde ich mir wünschen, dass man Introversion eben nicht so direkt als Gegensatz ansieht und sagt, naja, also derjenige oder diejenige kann sich gar nicht durchsetzen, sondern dass es eher so ein Fakt ist, das ist eben, dass diese Facetten nicht die Persönlichkeit so stark ausmachen. Was an dieser Folie außerdem noch wichtig ist, ist, dass wenn wir unten drunter gucken, deswegen habe ich es auch speziell nochmal mit drauf genommen auf den Neurotizismus, dann sehen wir, dass soziale Befangenheit und Ängstlichkeit, solche Sachen, die haben gar nichts bei der Introversion verloren, die stehen nämlich beim Neurotizismus. Das heißt, jemand, der introvertiert ist, ist keineswegs unbedingt deswegen irgendwie schüchtern oder sozial befangen. Und das müssen wir uns auch eben immer ganz stark merken. Und eine dritte Sache, die ich wichtig finde zu diesen ganzen Persönlichkeitsfacetten, also wenn wir jetzt hier drauf gucken, dann gucke ich mir an Frohsinn und denke, wow, super, ja, ich wäre auch am liebsten immer total gerne froh gelaunt. Es hilft aber nichts, also ich kann es mir nicht aussuchen, wenn meine Persönlichkeitsmerkmale so sind, dass Frohsinn nicht sehr stark ausgeprägt ist oder mein Erlebnishunger nicht so stark ausgeprägt ist, dann ist es so. Persönlichkeitsmerkmale ändern sich im Erwachsenenalter fast gar nicht mehr, also nicht mehr wesentlich zumindest. Man kann natürlich lernen, sich so ein bisschen gegen seine Persönlichkeit zu verhalten, um einfach nach außen irgendwie ein anderes Bild abzugeben. Ist aber wahnsinnig anstrengend auf Dauer, das kostet unwahrscheinlich viel Kraft. Also lieber zu dem stehen, wie man ist. Und nach dem heutigen Vortrag haben wir auch alle, egal wie wir sind, Verständnis füreinander und es ist gar kein Problem. Ich habe der Vollständigkeit halber mal noch die anderen drei Faktoren hier aufgeschrieben, sind jetzt aber für uns heute nicht so besonders wichtig, deswegen gehe ich auch gar nicht groß drauf ein, sondern möchte euch stattdessen kurz noch ein anderes Modell vorstellen. Meine Psychologenkinder, also ich habe gleich 2 Kinder, die Psychologie studieren bzw. studiert haben, haben mir erklärt, dass das heute bei den Psychologen eigentlich überhaupt nicht mehr so gern gesehen ist und als veraltet gilt. Interessanterweise ist es bei den Betriebswirtlern und damit glaube ich auch manchmal bei den Leuten, mit denen wir in unserer Arbeit zu tun haben, aber offensichtlich doch noch sehr verbreitet. Das ist das sogenannte DISC-Modell. Dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft sind die 4 Bereiche, die hier beurteilt werden sozusagen. Da geht es eben auch wieder darum, Menschen irgendwo einzuordnen, wenn jetzt eben jemand zum Beispiel eher introvertiert ist, also im unteren, also der ist er in dem unteren Bereich dieses Modells und dann kann er oder sie noch entweder aufgabenorientiert oder menschenorientiert sein und wäre demnach eher gewissenhaft oder eher stetig.
Und es gibt immer so einen, ja, den Hinweis, dass man sagt, am besten hat man eben von allen diesen Leuten jemanden im Team, damit man möglichst alles abgedeckt hat, denn jeder hat da natürlich seine Stärken, seine Schwächen. Wir wollen es jetzt nicht ins Detail aufdröseln, weil was ich auch wichtig finde bei all diesen Modellen, deswegen habe ich hier mal so ein Team, ein Pseudo-Team aufgestellt. Wenn man jetzt wirklich sagen würde, wir wollen unser Team testen. Wir machen jetzt alle den sogenannten 10-Item-Test. Das ist so ein ganz kurzer Test. Danach weiß man, wo ist man in diesen 5 Bestandteilen von diesem Big Five-Modell. Also wie neurotisch ist man, wie offen ist man, wie introvertiert ist man. Und wenn wir das machen würden, dann fände ich das sowieso schon nicht so eine tolle Idee. Wenn überhaupt, würde ich es so machen wie hier und gar nicht sagen, welche Farbe wofür steht, weil sonst fangen wir sofort an, Leute in Schubladen zu packen und sagen, ah, das ist ja diese Person mit dem Extraversionsfaktor von 0,01. Mit dieser Person werden wir niemals irgendwie auch nur reden können. Aber was man machen kann, ist tatsächlich sich mal sowas angucken, wenn man es möchte. Und dann würde man sehen, dass man hier auf diesen Skalen jetzt 6 Personen habe ich ausgewählt. Und wenn wir schauen, dann haben die erste Person und die 6. Person, glaube ich, jetzt bin ich mit meiner eigenen Skala durcheinander gekommen, die 2. Person und die 5. Person haben den gleichen Faktor bei diesem hellblauen, ganz rechten Balken. Wenn wir jetzt also annehmen würden, das wäre der Faktor in Extraversion oder Introversion, dann hätten sie da den gleichen Faktor. Aber wenn wir gucken, dann sind Person 2 und Person 5 trotzdem total unterschiedlich, weil die nämlich auf allen anderen Facetten ihrer Persönlichkeit, also in den anderen 4 Faktoren, wieder total verschieden sind. Das heißt, selbst wenn wir nur mit dem Big Five-Modell arbeiten und uns einschätzen, haben wir und nicht mal Zwischenwerte auf den Skalen nehmen, sondern sagen, es gibt nur Dimension 1 oder Faktor 1 bis 5, also 1, 2, 3, 4, 5, hätten wir 5 Faktoren mal 5 verschiedene Ausprägungen, haben wir schon 25 Möglichkeiten, wie unsere Persönlichkeit aussehen kann. Dann haben wir noch lauter Zwischennachkommastellen. Klingt jetzt super kompliziert. Was ich euch eigentlich damit sagen will, ist, fangt gar nicht erst an zu versuchen, die Leute in diese Definitionen reinzupressen, weil es wird niemals funktionieren. Also am Ende sind die Leute nicht gleich, nur weil sie vielleicht auf dem einen oder anderen Skalenwert in der Nähe voneinander. Deswegen finde ich auch persönlich viel, viel wichtiger eine ganz nicht ganz neue, sondern eine der neueren Definitionen, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz entscheidender Unterschied zwischen introvertierten und extrovertierten Menschen, dass man sagen kann, deswegen auch jetzt die Frage vorhin am Anfang, was ist nach so einem Abend mit Freunden? Extravertierte Personen schöpfen eher Kraft aus dieser Interaktion mit anderen, das heißt, es liefert ihnen super viel Energie, wenn die den ganzen Abend irgendwie da mit Freunden zusammen waren, und introvertierte Menschen, die schöpfen Kraft eher aus sich selbst. Das heißt nicht, dass sie nicht mit Freunden zusammen sein wollen. Das heißt nur, dass es ihnen eher Energie raubt. Das heißt, sie brauchen danach halt auch wieder eine gewisse Zeit für sich alleine, um einfach diese Energie wieder aufzutanken, sage ich. Wenn wir uns jetzt aber unsere Arbeitswelt angucken, dann haben wir da ganz viele solche Buzzwords heutzutage, Globalisierung, Digitalisierung und so weiter. Und gerade diese beiden, also Digitalisierung und Vernetzung vor allem, sind wahrscheinlich nach Corona noch viel wichtiger geworden. Aber wir haben eben auch ganz stark Fokus heutzutage immer wieder auf Teamarbeit und auf Kommunikation. Und das ist meiner These nach tatsächlich manchmal ein bisschen problematisch für Menschen, die eher introvertiert sind. Denn ich glaube, dass dieses unser Arbeitsumfeld tatsächlich eher für die laufen und kommunikativen und extravertierten Menschen konzipiert ist. Aber ich glaube auch ganz fest daran, dass man einen Weg finden kann gemeinsam, wie man da allen Bedürfnissen gerecht wird. Und ich glaube, dass vielleicht auch Corona was ganz Gutes dazu beiträgt, weil wir da feststellen, dass es sowieso auch ganz andere Möglichkeiten gibt, wie wir zusammenarbeiten. Und bevor ich dazu jetzt weiter was sage, möchte ich euch nochmal wieder einladen zu einem zweiten Menti.
menti.com-Umfrage. Und zwar geht es diesmal ganz kurz darum, arbeitet ihr im Homeoffice oder im On-Site-Office, sage ich mal, oder beides eher gleich. Und im Anhang, Moment, entschuldigt, ich merke gerade, ich glaube, ich habe die Präsentation noch nicht gestartet. Jetzt sollte sie auch funktionieren. Also wenn ihr den Code eingibt 9377694, dann solltet ihr jetzt, ah ja, genau, ich sehe es schon hier auf dem Bildschirm, dass da die ersten Antworten kommen. Ich warte noch einen kleinen Moment, bis ich es hier auch wieder aktualisiere. Ich wechsle schon mal bei mir den Bild. Lasst euch von meinem Hintergrundgequatsche nicht stören. Also ich sehe das Ergebnis schon, bei euch müsste es jetzt gleich kommen. Es ist ziemlich eindeutig, da ist es. Also momentan ist der ganz große Trend definitiv beim Homeoffice. Und ja, als zweite Frage schließt jetzt an, wie geht es euch denn damit? Also ist das eine super Sache im Homeoffice oder im Office? Also je nachdem, wo ihr eben gerade seid, wie fühlt ihr euch? Das wäre jetzt das Zweite, was ich euch bitten würde, gleich auch noch zu beantworten. Auch da sind schon einige Antworten da. Ich warte noch einen kleinen Moment. Sorry, es hat gerade nicht so gut geklappt, aber jetzt sollte ich gleich aktualisieren. Also interessanterweise geht es doch den meisten ziemlich gut, relativ vielen ganz okay, nur wenige sagen, im Moment geht es mir damit nicht so gut. Wir hatten jetzt sehr wenige Leute, die überhaupt im Office sind, also on-site sind. Die verteilen sich ziemlich statistisch irgendwie gleichmäßig zwischen die drei Antworten. Natürlich würde ich mich super freuen, nachher in Gellertown noch mit euch weiter zu sprechen. Fühlt ihr euch jetzt gut, weil ihr im Homeoffice seid oder fühlt ihr euch gut, völlig egal, wo ihr seid? Das können wir jetzt an diesen Fragen nicht herauslesen. Wie gesagt, auch da sollte es einfach nur mal ein kleiner Eindruck sein, wo befinden wir uns denn eigentlich im Moment alle? Und werden gleich auch nochmal, Entschuldigung, ich muss immer hier zwischendrin wieder meine Fenster in den Griff kriegen, Augenblick, so. Genau, wollen mal gucken, denn ich habe tatsächlich eine Folie, die hatte ich eigentlich schon ja, aus einer Vor-Corona-Zeit. Da ging es darum, Herausforderung agiles Arbeiten, habe ich es damals genannt. Wie ist das denn so, wenn wir, die meisten von uns damals im Großraumbüro saßen oder halt zumindest irgendwo im Unternehmen waren und gearbeitet haben. Und da gab es ganz interessante Beobachtungen, die ich immer wieder gemacht habe, wenn man nämlich geschaut hat, wenn Leute vor allem im Großraumbüro gearbeitet haben. Es gab dann Unternehmen, die hatten so kleine Arbeitsräume, die waren irgendwie gedacht dafür, dass man sich halt auch mal irgendwie in kleinem Kreis zusammensetzen kann. Und teilweise saßen da Leute dann ganz alleine drin. Und das fand ich schon ziemlich interessant. Also, dass man dann gesehen hat, aha, offensichtlich, ja, haben die auch irgendwie ein Bedürfnis danach, mal alleine zu sein. Oder sie saßen halt im Großraumbüro, hatten aber Noise Cancelling Kopfhörer auf, damit sie halt die Außengeräusche nicht hören. Es gibt solche Open-Space-Konzepte, die sind bestimmt in vieler Hinsicht ganz gut, wobei manche Leute sagen, sie arbeiten in einem Open-Space und tatsächlich arbeiten sie im Großraumbüro. Also eigentlich ist nicht das gleiche Open-Space, sollte nämlich bewusst einem ja, verschiedene Möglichkeiten anbieten, wie und wo man arbeiten kann. Und ganz wichtig wäre, dass man dann eben auch Rückzugsmöglichkeiten mit anbietet. Und hier war schon damals so ein bisschen meine Frage, Homeoffice als ja, Alternative, wäre das denn vielleicht besser? Und ja, dann kam Corona und dann ging über Twitter irgendwie so eine ganze Serie von Tweets von Leuten, die gesagt haben, Corona, super, ein Lockdown, das ist ja das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe, endlich brauche ich keine sozialen Kontakte mehr haben, ich muss das Haus nicht mehr verlassen, ich darf im Homeoffice arbeiten. Also
Ich glaube, in dem ersten Moment fühlten sich introvertierte Personen zu einem großen Teil irgendwie als Corona-Gewinner. Was ja auch schön ist, also ich meine, es ist ja schön, wenn man dem Ganzen auch irgendwie was Positives abgewinnen kann. Allerdings, jetzt wo wir ja inzwischen seit 10 Monaten, glaube ich, alle mehr oder weniger nur noch zu Hause sind, gibt es eine ganze Menge mehr Überlegungen dazu. Und tatsächlich ist insofern ein bisschen die Frage, ist das denn jetzt wirklich so? Sind introvertierte Leute denn eigentlich tatsächlich die Corona-Gewinner? Denn es ist eben so, dass Introvertierte insgesamt gesehen, wir kommen nachher überhaupt noch mal auf ein paar Eigenschaften, gesamt gesehen eher zur Sicherheit neigen. Also das war auch so ein bisschen der Hintergrund zu der Frage, wie gerne planen wir etwas? Und während Corona, also ich habe zum Beispiel, versuche es positiv zu sehen, ich habe gelernt, nicht mehr so stark zu planen, weil meine Pläne natürlich ständig umgeworfen werden. Und ja, also wir wissen heute immerzu nicht, wird in 2 Wochen der Lockdown noch sein oder nicht. Also es ist sehr viel Unsicherheit drin und das ist tatsächlich für introvertierte Menschen häufig eher schwerer zu ertragen. Die fehlende Rückzugsmöglichkeit ist ein anderes Thema. Im ersten Moment denkt man ja, super, wir sind doch jetzt alle zu Hause. Wir sind ja praktisch, also wir müssen ja gar nicht mit anderen agieren. Faktisch leben aber die wenigsten Leute von uns tatsächlich ganz alleine. Die meisten haben vielleicht einen Partner, mit dem sie zusammenleben, haben Kinder, mit denen sie zusammenleben. Und die sind jetzt auch alle immer und immer und immer und immer zu Hause. Das heißt, dieses Alleinsein und sich wirklich mal zurückziehen können, das gibt es eigentlich gar nicht. Und auch das wieder ist eine Schwierigkeit für Leute, die eben dieses Alleinsein brauchen, um da ihre Batterie wieder aufzuladen, sagt man. Genauso aber natürlich Gefahr durch Social Distancing eigentlich für alle. Also extravertierte Menschen haben vielleicht das Problem stärker, dass sie eben diese Reize von außen brauchen, die sie erstmal nicht haben, die sie sich holen müssen, indem sie stärker in sozialen Netzwerken unterwegs sind, sich mit Freunden irgendwie per Videocall treffen und so weiter. Tatsächlich ist es aber eventuell für introvertierte Menschen auch schwierig, weil es für sie schwieriger ist, diese Kontakte aufrechtzuerhalten, eben zum Telefonhörer zu greifen und jemanden anzurufen oder eben so ein Zoom-Meeting mal zu planen. Also das heißt, da kann man eigentlich ganz schwer sagen, wer ist denn jetzt besser oder schlechter dran, extravertierte oder introvertierte Menschen. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass man das nicht so gut sagen kann, denn im Grunde wollen wir ja auch gar nicht jetzt so stark unterscheiden und sagen, du hast es besser, du hast es schlechter. Ich glaube, es ist für alle eine schwierige Situation und ich möchte nur an der Stelle auch nochmal einen Tweet, den hatte ich schon vor Corona, also den gab es schon länger, aber da eben auch nochmal darauf hinweisen, das ist das, was ich eben schon gesagt habe, es ist nicht so, dass nur die extrovertierten Menschen dieses Leben um sich herum brauchen, Introvertierte brauchen es auch, es ist eben nur so, dass wenn sie das eine Weile hatten, dann brauchen sie auch wieder Ruhe, wie gesagt, die ist auch während der Corona-Zeit nicht immer ganz so gut zu finden. Andererseits ist es natürlich auch so, auch wenn das heute nicht unser Thema ist, wir hatten es vorhin ein bisschen über Menschen, die an anderen Persönlichkeitsmerkmalen hohe Werte haben, wie zum Beispiel Neurotizismus und Menschen, die vielleicht mit sozialen Ängsten kämpfen, die depressiv sind, die schüchtern einfach sind, für die ist es halt auch schwierig jetzt mit der Corona-Zeit und ich glaube, ich möchte die einfach bei dieser Gelegenheit nochmal erwähnen, weil vielleicht haben wir die auch in unseren Teams, in unserem privaten Umfeld und sollten versuchen, das zu erkennen, denn man kann da Corona super als Ausrede nehmen und sagen, ah ja, ich soll ja eh zu Hause bleiben und zieht sich halt immer mehr so in sein Schneckenhaus zurück und ja, das ist vielleicht auch nicht immer gut, also da kann man natürlich versuchen, die Leute auch immer mal wieder ein bisschen zu animieren oder insgesamt eine gute, ja, eine gute Lösung zu finden, wie wir da miteinander einen guten Mittelweg finden, sage ich mal. Ja, jetzt habe ich ja schon gesagt, eigentlich fände ich es gut, wenn wir nicht zu sehr immer sagen, das sind die Extravertierten und das sind die Introvertierten. Aber um ein bisschen Verständnis dazu zu haben, dass wir in manchen Situationen eben so total unterschiedlich ticken, mache ich jetzt die Schubladen doch mal auf und wir gucken uns mal so die
typischen Verhaltensweisen an. Dazu möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass wir gesagt haben, das sind eher Tendenzen. Nicht jeder, der extravertiert ist, macht das jetzt alles bis absolut und nicht jeder, der introvertiert ist, macht das andere absolut. Und vor allem ist auf keinen Fall das eine Verhalten gut und das andere ist schlecht. Es geht einfach nur darum, mal zu sagen, aha, okay, ich bin so und ich lerne jetzt, vielleicht wisst ihr es auch schon, aber ich habe es an vielen Stellen gelernt, da gibt es tatsächlich Leute, die ticken da komplett anders. Und deswegen habe ich hier nochmal so die typischen Eigenschaften aufgelistet. Extravertierte kann man generell verallgemeinert sagen, gehen eher mehr Risiken ein, lassen sich schneller für Dinge begeistern, sind spontaner, langweilen sich übrigens dann aber auch schneller, also das kommt unten drunter auch nochmal hin, kommunizieren eher lieber mündlich, sind manchmal leichtsinniger, reagieren in schwierigen Situationen eher aggressiver und können sich manchmal schwerer konzentrieren. Die introvertierten Leute dagegen vermeiden eher Kontakte, scheuen manchmal Konflikte, kommunizieren lieber schriftlich. Interessantes Detail, wenn man sich einigen will, ob man per E-Mail oder per Telefon oder Videocall miteinander kommuniziert. Wir verlieren uns manchmal gerne in Details, versetzen uns aber dafür gut in andere hinein. Introvertierte verleugnen eher die eigenen Bedürfnisse, bleiben länger bei einer Sache und planen strukturierter. Da haben wir eben nochmal dieses Planungsding mit drin. Und ganz wichtig finde ich nochmal zu sagen, Introvertierte wirken manchmal so ein bisschen verschlossen. Die sind aber nicht sozial irgendwie inkompetent, sondern einfach total zufrieden mit sich alleine. Und das habe ich eben schon gesagt, wenn man sozial gehemmt oder ängstlich ist, dann ist es überhaupt nicht das Gleiche wie introvertiert sein. Also das sind zwei verschiedene Sachen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man vielleicht auch im Team immer mal wieder im Hinterkopf haben sollte, ist, dass introvertierte Personen eher dazu neigen, ihre Schwächen zu sehen, extravertierte eher ihre Stärken. Das heißt, wenn ich vielleicht tatsächlich das Gefühl habe, eine Person ist recht introvertiert und diese Person sagt bei jedem dritten Ding, ah, nee, ich weiß nicht genau, ob ich das kann, da habe ich schon mal diesen und jenen Fehler gemacht, dann ist die am Ende vielleicht nicht schlechter in diesem Job als der Extravertierte oder die Extravertierte, die sagen, oh ja, das ist super, das habe ich schon dreimal gut hingekriegt, weil vielleicht haben es beide gleich oft hingekriegt und nicht hingekriegt. Wichtig finde ich, dass wir einfach davon profitieren können, dass wir eben möglichst meistens beide Typen von Leuten in unserem Team haben. Introvertierte Leute bringen das Team oft voran, weil sie einfach so eine ruhige Art haben und gerade wenn man so konzentriert irgendwas denken will, dann hilft es eigentlich dem ganzen Team. Introvertierte können oft gut zuhören und dann so ganz pointiert nochmal sagen, da hatten wir aber das und das besprochen und was folgt denn jetzt daraus, also auch so eine Struktur im Gespräch bringen. Manchmal, wir haben eben ja gesagt, extravertierte Menschen sind manchmal ein bisschen aggressiver so in ihrem Auftreten. Da können introvertierte Personen dann ganz gut so ein bisschen deeskalierend wirken. Also man kann das auch einsetzen, wenn man weiß, der eine ist so ein, regt sich immer gleich auf und der andere oder die andere ist so eine ruhige. Kann man auch gut als Team einsetzen und sagen, wenn wir mit dem Kunden sprechen, dann ist manchmal das eine gut und manchmal das andere. Und wenn man da viel gemeinsam macht, kriegt man auch ein gutes Gespür, wer gerade diejenige sein sollte, die da das Gespräch in dem Moment führt. Und ich glaube, dieses konzentrierte analytische Denken, das hilft natürlich sowieso allen im Team und selbstverständlich denken auch Extravertierte gerne, also auch mal analytisch und konzentriert. Es ist ja nicht so, dass sie das nicht tun, aber da kann es eben auch gut sein, dass man da ja, besonders konzentriert ist, was eben auch dazu führen kann, dass weil man so konzentriert arbeitet als introvertierte Person, es so ein bisschen so wirkt, als würde man sich zurückziehen. Und dieser Rückzug, das fordert aber oft einfach die Kreativität, auch bei extravertierten Menschen. Also wenn man sich wirklich alleine irgendwo hinsetzt und es nochmal in aller Ruhe anguckt und durchdenkt, dann kann das sehr förderlich sein. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt die ganze Zeit nur in einem extra Raum sitzt und vor sich hin denkt, aber dieser Wechsel, der macht für alle auf jeden Fall Sinn. Deswegen, wenn sich jemand in eurem Team irgendwie räumlich zurückzieht, dann nehmt immer einfach mal an, das geschieht aus dem bestmöglichen Grund. Diese Person hat irgendwie eine tolle Idee und will die alleine ausarbeiten und wird nachher auch wieder kommen und mit euch sprechen.
Wenn man selbst die Person ist, die sich zurückzieht, ist es natürlich schön, wenn man ab und zu auch mal sagt, ey Leute, ich muss mal ein bisschen für mich sein, nehmt es mir nicht übel. Aber ich glaube, wenn man im Team eine Weile zusammenarbeitet, dann kennt man das auch schon und dann ist es einfach ganz normal. Und genauso auch so, dass man, also auch das ist von vor Corona, jetzt Feierabend, Bier, aber vielleicht auch beim Videocall manchmal so, dass man versteht, wieder vor diesem Hintergrund, was wir vorhin gesagt haben, introvertierte Menschen brauchen irgendwann eine gewisse Ruhe, um sich wieder zu regenerieren, ihre Batterien wieder aufzuladen, dass wenn man einen anstrengenden Tag mit vielen Meetings, mit viel Kommunikation, mit viel Zwischenmenschlichkeit hatte, dass man dann halt vielleicht abends, wenn die Extravertierten sagen, boah, lass uns noch in die Kneipe gehen, da kriege ich nochmal richtig Energie zum Ende des Tages, dass dann vielleicht die introvertierten Menschen eher sagen, lass mal gut sein, ich gehe mal nach Hause auf meine Couch. Und dass das nicht heißt, die einen mögen die anderen nicht im Team, sondern dass wir einfach halt da unterschiedlich sind. Und es kann natürlich auch sein, dass man am einen Abend mitgeht und am anderen nicht, weil man halt unterschiedlich anstrengende Tage hatte. Und ja, wie gesagt, auch immer nur die Tendenz dazu hat, sich so oder so zu verhalten. Und das ja nicht unbedingt heißt, man macht Sinn. Ja, jetzt haben wir aber natürlich grundsätzlich das Problem in Anführungszeichen in unseren agilen Teams, dass ja die Kommunikation ziemlich hoch oben steht und wir wollen ja eigentlich miteinander kommunizieren und Meetings haben. Was machen wir denn jetzt, damit das funktioniert mit den Meetings? Wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir auf jeden Fall vorher eine klare Agenda haben, dann können sich alle darauf vorbereiten. Also wirklich schon mal anzukündigen, welche Themen sind es, kommt natürlich darauf an. Beim Daily ist das Thema vorher klar, ich beantworte zwei Fragen. Wenn ich jetzt eine Retro mache, kann es vielleicht sein, dass ich aus bestimmten Gründen die Agenda noch nicht vorher bekannt geben möchte. Aber ja, je nachdem, was es ist, schaut einfach, inwiefern ihr euch da vorher schon möglichst klar den Leuten sagen könnt, darüber wollen wir reden. Und wichtig ist, dass man eben auch ein bisschen Raum schafft für Redebeiträge von introvertierten Menschen, denn in der Regel, also wieder Schublade auf, Introvertierte und Extravertierte rein, ist es so, dass extravertierte Personen eher schon anfangen zu reden, während sie noch nachdenken. Und introvertierte Menschen denken eher erstmal und reden dann. Und da kann es natürlich schnell passieren, dass die Extravertierten die ganze Zeit denken und reden gleichzeitig und die Introvertierten kommen gar nicht zum Zug. Und da sollte man zum einen während des Meetings drauf achten, aber immer auch nochmal dran denken, dass man auch sagt, schick mir gerne hinterher nochmal ein Feedback. Also es ist natürlich schön, wenn man im Meeting schon ein Feedback hat, aber bevor ich gar kein Feedback bekomme von bestimmten Leuten aus dem Team, dann habe ich es lieber hinterher irgendwie nochmal per E-Mail oder in einem einzelnen Gespräch oder beim nächsten Meeting, wie auch immer. Also insgesamt kann man so ein bisschen zusammenfassend darauf achten, dass die lauten, extravertierten Menschen nicht alles alleine entschieden haben, weil einfach niemandem aufgefallen ist, dass es da ein paar Leute gab, die sehr konzentriert zugehört haben, die das Problem vielleicht sehr, sehr gut erkannt haben und vielleicht eine tolle Lösung haben, aber irgendwie nicht dazu gekommen sind, diese Lösung auch zu sagen. Ich glaube, diese Meeting-Folie ist für mich fast die wichtigste überhaupt. Trotzdem habe ich auch noch mal so ein paar Anregungen mitgebracht. Die bezogen sich auch mehr so auf die Arbeit vor Ort. Da fand ich es ganz wichtig. Also es ist zu Hause auch noch wichtig, aber zu Hause hat man es vielleicht mehr selbst in der Hand, als dass das Team es in der Hand hätte. Dass man einfach zugängliche Ruheräume findet, dass man auch mal Stillarbeitstage oder Stillarbeitsstunden hat, das kann man sehr gut auch in Remote-Teams. Also dass man wirklich sagt, zu einer bestimmten Zeit, da kommunizieren wir nicht miteinander, da setzen wir keine Meetings an, da werden wir nur im absolut wichtigsten Fall eine Slack-Nachricht oder ein Teams, weiß ich nicht, Call oder irgendetwas machen. Also da haben wir wirklich mal Ruhe. Wenn man im Büro ist, gibt es so Möglichkeiten, dass man sagt, es gibt Einzelbüros, wo man sich hin zurückziehen kann und wo man solche Ampelschilder an die Tür machen kann. Das heißt, man sagt, man hängt praktisch ein grünes Schild hin, wenn man sagt, ich sitze hier zwar alleine, aber es kann jederzeit jemand reinkommen und mit mir reden. Man hängt ein rotes Schild hin, wenn man sagt, ich will hier echt jetzt ungestört für mich irgendwas denken und machen. Ich will nicht, dass mich jemand stört. Und tendenziell kann man auch noch ein gelbes Schild nehmen. Das ist so ein, wenn es ganz wichtig ist, dann komm rein und sprich mit mir.
Also ich würde Geld mit viel Vorsicht genießen, weil ich glaube, dass dann wieder manche Menschen eher dazu neigen, immer zu sagen, nee, da ist Geld, da gehe ich jetzt mal nicht rein. Und andere sagen, boah, mein Ding ist immer total wichtig, da gehe ich auf jeden Fall rein. Also grün und rot, das ist sehr eindeutig, da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Und genauso kann man halt auch in diesem ganzen, ich habe es jetzt mal hier Remote Working Tools genannt, weil mir fiel irgendwie kein richtiger Begriff ein für Teams und Zoom und Jitsi und ich weiß nicht, ich glaube, ganz viele arbeiten mit Teams, gibt ja diesen Status. Oder ich habe neulich von jemandem gesehen, das fand ich auch süß, der hat einfach gesagt, er hat immer seine Kamera an und wenn er weggeht, dann hängt er hinten so ein Schild an seinen Stuhl, da steht halt drauf, away from keyboard und dann sieht man sozusagen schon auf der Kamera, dass die Person gerade nicht da ist. Also dass man diesen Status benutzt und wirklich auch sagt, ich möchte jetzt gerade nicht gestört werden, damit man einfach sich da auch über diese Möglichkeit Ruhe suchen kann. Toll fände ich, wenn auch, falls wir mal alle wieder in die normalen Büros zurückkehren, wir eine freie Entscheidung hätten, ob wir im Großraumbüro arbeiten wollen oder doch im Homeoffice oder im Coworking Space oder wo auch immer. Ein Ding, was mir persönlich wichtig ist, weil ich das so oft höre, ist, man muss Menschen aus ihrer Komfortzone holen, damit sie sich irgendwie entwickeln und tolle Sachen machen. Ich halte es für sehr schwierig, Leute mit Gewalt aus der Komfortzone zu holen. Also ich finde es gut, jemandem die Hand zu reichen und zu sagen, möchtest du mal einen Schritt aus deiner Komfortzone rausgehen, dann bin ich hier. Ich glaube, das machen wir ja auch alle gerne mal, aber dieses du musst, das finde ich persönlich sehr schwierig. Also ich denke auch hier wieder insgesamt, so mein Abschlusskredo ist, dass wir respektieren sollten, dass eben jeder von uns irgendwie anders ist und wir jetzt hoffentlich so ein bisschen verstanden haben, was uns im Bereich der Introvertiertheit oder Extrovertiertheit unterscheidet. Und zum Abschluss möchte ich euch nochmal zu menti.com einladen und diesmal müsst ihr ein bisschen kreativer werden. Und zwar geht es eben darum, dass wir nochmal so ein bisschen Verständnis füreinander finden, weil ich merke immer, es gibt Sachen, die stressen mich total und dann gibt es andere Leute, die sagen, echt, das stresst mich gar nicht, aber dafür haben sie was anderes, wo ich denke, hey, das ist doch easy, das stresst mich wiederum nicht. Ja, und da würde ich euch bitten, einmal mitzumachen. Es sollte jetzt hoffentlich eine Folie geben. Also es gibt zwei, die zweite erzähle ich gleich noch, aber ihr dürft euch erst schon mal mit der ersten vergnügen. Ich habe es einfach genannt, am meisten stresst mich. Und da ist es jetzt so, ihr dürft einfach Schlagworte aufschreiben. Also am besten ist immer einzelne Worte zu finden, weil wir machen so eine Word Cloud und das ist am schönsten mit einzelnen Worten. Aber wenn sich es gar nicht in einem Wort zusammenfassen lässt, dann ist es auch okay. Ich glaube, es war schon wieder mal nicht gestartet, aber jetzt sollte es funktionieren. Genau, also schreibt einfach auf, was euch einfällt. Ich glaube, es gibt auf Anhieb 10 Eingabefelder und wenn alles richtig eingestellt ist, solltet ihr danach sogar nochmal wieder neu das Ganze starten können. Also ihr solltet theoretisch so viel schreiben können, wie ihr wollt. Jetzt schreibt überhaupt niemand irgendwas, was vielleicht bedeutet, ihr seid alle schon gegangen. Ah, da kommen die ersten Sachen. Okay. Puh, das macht mich froh. Ich dachte gerade für einen Moment, ich wäre jetzt plötzlich ganz alleine in diesem Stream. Ich schalte jetzt mal noch nicht live sozusagen. Dann seid ihr nicht so stark beeinflusst von den anderen. Lasst es einfach mal so ein bisschen laufen. Und während ihr darüber noch nachdenken dürft, sage ich euch schon mal ganz kurz, dass danach noch eine zweite Folie kommt. Die ist dann sozusagen der positiv Aspekt, was wünschen wir uns für die Zukunft. Aber jetzt erstmal bleiben wir kurz dabei. Was stresst euch am meisten? Ich bin kurz still und versuche aber schon mal das gleich hier einzublenden. So, also ihr seht jetzt den ersten ein erstes Ergebnis schon mal, glaube ich, so ein bisschen unscharf. Ich kriege es leider nicht besser hin. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Wenn ihr aber Lust habt, ganz am Ende ist mein
mein Twitter-Handle eingeblendet oder auch einfach, ihr findet mich auch irgendwie bei LinkedIn und Xing und überall, dann schreibt mir sonst einfach, wenn ihr gerne nochmal ein ordentliches Bild davon später haben möchtet, wo das Ganze scharf drauf ist, weil wie gesagt, man sieht so ein bisschen, ja, bisschen unscharf. Aber ich glaube, man sieht es trotzdem ganz gut. Ich lasse es noch einen kleinen Moment, weil im Moment verändert sich es immer noch. Ich aktualisiere auch mal hier zwischendrin das Bild. Wow, da sind unheimlich viele Sachen dabei. Im Moment, glaube ich, ist der Favorit Lärm und Unterbrechungen, laute Gespräche, stresst auch viele. Zoom-Calls ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Die waren vorhin mal ziemlich weit vorne. Ich kann es so schnell gar nicht alles sehen. Dringende Ad-hoc-Aufgaben. Oh ja, das finde ich auch total anstrengend, wenn jemand kommt und sagt, das musst du aber alles unterbrechen, was du gerade machst, weil das muss jetzt gemacht werden. Vor der Tür warten. Okay. Sitzen und schweigen. Einplatzen von Familie. Ich glaube, das bezieht sich definitiv aufs Homeoffice. Ja, das wird schöner, je älter die Kinder werden. Also ich platze jetzt immer in die Vorlesung meiner Tochter rein, finde ich sie auch nicht so cool, aber gut. Ist so meine späte Rache. So, es passiert jetzt nicht mehr so sehr viel. Ich aktualisiere hier mal im Stream und gebe euch mal die zweite Word Cloud frei. Da, ich sehe gerade, das konntet ihr schon machen, die ersten sind schon drauf. Da geht es jetzt tatsächlich darum, wie sieht denn die Traumarbeitsumgebung aus? Also was wünscht ihr euch, wenn ihr euch alles wünschen könntet, egal, ja, vielleicht auch für nach Corona, aber wenn ihr euch alles wünschen könntet, was ihr möchtet, wie sollte es sein? Vielleicht kann man ja manches davon tatsächlich später irgendwie auch umsetzen. Das wäre natürlich mega cool. Aber vor allem, ja, ist es auch so ein bisschen ein Hoffnungsausblick. Wie könnte es später mal aussehen und werden? So. Asynchron ist im Moment ziemlich weit vorne. Ihr solltet es auch gleich nehmen. Ruhig, Ruhe, aufgeräumt, nochmal Ruhe zum Konzentrieren. Also Ruhe. Und das war übrigens vor Corona schon genauso. Also ich habe ja auch damals das schon immer mal auf verschiedenen Konferenzen gemacht, also genau diese Folie. Und tatsächlich war auch damals schon Ruhe, glaube ich, immer eines der ganz großen Dinge. Und das finde ich schon wirklich faszinierend, dass trotz aller Agilität und obwohl ich eigentlich niemanden kenne, der oder die sagt, Agil finde ich Mist, ich möchte wie früher wieder den irgendwie 3 Jahre schon wissen in meinem Wasserfallprojekt, was soll ich entwickeln. Und trotzdem sehnen sich alle irgendwie nach Ruhe. Also das ist einfach ja, offensichtlich ein Ding, Rückzugsmöglichkeit, kommt hier nochmal viel Platz. Ja, das wünsche ich mir auch, viel Platz übrigens. Ach, ich suche mir da gleich mal ein paar Dinge raus. Ich fange ab 1. April einen neuen Job an, dann werde ich gleich mal hier sagen, hier meine Traumarbeitsumgebung bringe ich mal mit. Könntet ihr mir das bitte alles so einrichten? Mit Blick auf die Uhr würde ich einfach schon mal das hier ausblenden und mal einmal ganz kurz zurückgehen, damit ihr einmal sehen könnt, was macht denn hier eigentlich dieses Leerzeichen. Also falls ihr mir auf Twitter folgen wollt, dann ist es natürlich @KathrinRabock ohne ein Leerzeichen dazwischen. Ich würde mich super freuen. Ich versuche auch immer zurückzufolgen. Ich bin nur manchmal ein bisschen schusselig und achte da nicht so richtig gut drauf, aber finde eigentlich immer total spannend, was andere Leute alles so auf Twitter erzählen und schreiben und man erfährt auch immer über solche Veranstaltungen wie heute. Also von daher freue ich mich, euch dort zu treffen. Wie gesagt, schreibt mir da auch gerne eine kurze Nachricht, wenn ihr gerne nochmal die Ergebnisse von den Umfragen haben möchtet und oder sonst irgendwas möchtet. Aber ich glaube, jetzt gebe ich mal zurück zur Moderation. Vielleicht haben wir nämlich auch noch Fragen. Hallo Marco. Genau. Genau, wir haben auf jeden Fall Fragen. Ich weiß nur noch nicht, ob man mich jetzt gut versteht. Wir haben ein Echo. Okay. Genau, es scheint zu funktionieren. Bitte Feedback vom Publikum, wenn etwas ja, nicht so gut verständlich ist. Wir haben ein paar Fragen gesammelt. Und zwar haben wir
die H-Slides dazu verwendet. Und ich will anfangen mit der ersten Frage von Kevin. Der Kevin, der hat gefragt, ja, sind die klassischen agilen Werkzeuge in Zeiten von Remote Work, digitalen Teams und asynchroner Arbeit noch zeitgemäß? Also und vor allem, wie beeinflusst das introvertierte Teammitglieder? Eher positiv oder negativ? Du bist schon ein bisschen darauf angegangen. Möchtest du dazu noch mal was sagen? Entschuldige, sag gerade nochmal. Also die Frage war auf die asynchronen. Genau. Dann, agile Werkzeuge überhaupt nochmal so zeitgemäß sind in Zeiten von Remote Work. Weil dann vor allem ja dezentrale Teams vorhanden sind und asynchrone Arbeit jetzt ansteht. Also ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Also ich glaube, das ist egal, ob wir heute remote arbeiten oder ob wir wieder alle zurückkehren in irgendein Office, dass wir eine gute Mischung immer zwischen synchroner und asynchroner Arbeit finden müssen oder gucken müssen, wer braucht was. Also wenn ich nur mit Leuten zusammenarbeite, die sagen, ich finde es super, wenn wir den ganzen Tag die Kamera anhaben und in einem Stream zusammen oder in einem Videocall zusammen sind und permanent zusammenarbeiten und das ist für alle klasse, dann finde ich es super. Wenn ich aber halt Leute dabei habe, die sagen, nee, das geht gar nicht und bitte schick mir doch ab und zu einfach mal eine Mail, damit ich die in Ruhe beantworten kann, wenn ich soweit bin, dann finde ich, muss ich auch darauf eingehen. Also ich finde, es ist immer sehr, sehr schwer, das so absolut zu beantworten, weil, und das ist ja irgendwie eigentlich auch so der, also vielleicht sollte man es im Team dann halt wirklich auch einfach genauso handhaben wie überall sonst, Inspect and Adapt ausprobieren und in der Retro halt auch mal darüber sprechen und sagen, wie fühlt ihr euch denn mit diesen oder jenen Werkzeugen und wenn alle damit glücklich sind, ist gut und wenn nicht, dann muss man halt gemeinsam versuchen, nach einer Alternative zu suchen und ich glaube, es macht dabei halt schon Sinn, im Hinterkopf zu haben, dass es vielleicht Menschen gibt, die grundsätzlich da anderer Meinung sind und vielleicht auch zu sagen, da sind ein paar, die haben bisher nie was dazu gesagt, wir fragen die mal ganz konkret. Ja, ich glaube, das beantwortet die Frage ganz gut auch. Genau, vielen Dank. Wir haben noch einen anderen Kommentar. Du hattest das angesprochen mit dem rotes Schild hinhängen, um nicht gestört zu werden. Da gab es einen Zwischenkommentar, die Leute werden auch mal losstören. Hast du da noch ein paar Tipps vielleicht, wie man damit umgehen kann? Also, schwierig wäre für mich definitiv ein Grund für ein Gespräch, mindestens mal mit den Leuten, die dann stören oder vielleicht auch mit dem Team. Also erstmal würde ich mit den einzelnen Leuten sprechen und einfach mal hinterfragen, warum kommen die denn rein, obwohl sie sehen, dass es rot ist. Ich würde dann noch eine Frage stellen wollen, die sehr hoch gewotet wurde. Und zwar auch, ja, Kevin hat auch Fragen gestellt, inwiefern verstärken diese digitalen Kommunikationskanäle, die Stärken und Schwächen von den verschiedenen Charakteren. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das selber eine spannende Frage finde. Und ich glaube, es ist noch nicht so richtig eindeutig, also ich habe nicht so richtig was drüber gefunden. Ich bin im Moment gerade für meine Masterarbeit an sich nicht an diesem Thema Introversion und Extraversion dran, weil ich ja halt nicht Psychologie studiere, sondern Wirtschaftsinformatik, aber führe da Interviews mit Entwicklern dazu, wie jetzt ihre Arbeit sich verändert hat durch das Remote-Arbeiten. Und da geht es ganz stark auch um Kollaboration, also Zusammenarbeit auch im Team und wie organisieren wir uns jetzt. Und ich habe über ein ähnliches Thema schon meine Bachelorarbeit geschrieben und wenn ich so zurückschaue, also weiß ich nicht genau, inwiefern man es jetzt auf die Introversion tatsächlich beziehen kann. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute zum Teil sagen, sie können jetzt fokussierter arbeiten, wenn sie im Homeoffice sind und vielleicht auch durch diese Remote-Möglichkeiten, weil viele oder einige von denen, mit denen ich gesprochen habe, jetzt gesagt haben, dass sie empfinden, dass die Leute, also dass die Meetings fokussierter geworden sind, also dass man eben sich tatsächlich zu einem bestimmten Thema trifft und das bespricht man und dann ist man irgendwie durch und fertig und erledigt, hat es erledigt und es zerfasert sich nicht so, wie es früher war, dass man
dann noch über 10 andere Themen spricht. Also es geht nicht so sehr darum, dass man auch noch was Privates spricht. Das macht man immer noch, aber dass so ein stärkerer Fokus da ist. Und da bin ich aber tatsächlich selber noch für mich, also ich habe da auch so drüber nachgedacht und habe gedacht, kommt das jetzt einer introvertierten Person eher zugute oder eher nicht? Also ich würde jetzt gerne so eine total kompetente, super Antwort geben, aber ich weiß es leider einfach nicht genau. Also ich hatte mich jetzt im Vorfeld für diesen Vortrag auch nochmal so ein bisschen natürlich versucht einzulesen, was gibt es denn für aktuelle Forschungen mit Corona und Introversion, und ich habe nicht so wahnsinnig viel gefunden, also zumindest nicht auch noch in Verbindung mit agiler Softwareentwicklung. Es scheint leider nicht das größte Forschungsthema zu sein. Also wenn ich noch 10 Jahre jünger wäre, würde ich schnell noch einen Bachelor in Psychologie machen und darüber forschen. Ja, vielen Dank für die Antwort auch dazu. Genau, ich würde auch hinsichtlich der Zeit und der anstehenden Pause sagen, dass wir dann gerne Gespräche, gerade wenn es für dich in Ordnung ist, nach Gathertown verlagern. Sehr gerne. Bleibt am besten einfach in dem Vorlesungssaal, in dem Konferenzsaal, wo wir gerade sind. Katrin findet ihr direkt mit dem Avatar, seit der Kommunal dann, die wird in den Raum zeigen. Also ich bin allerdings erst in ungefähr 3 Minuten da, weil ich Gathertown nicht parallel auch noch starten wollte, weil ich dachte, das schafft unser Internet auf gar keinen Fall. Gebt mir also einen Moment Zeit, ich komme in den Raum Hoppe und sprecht mich gerne an, denn tatsächlich bin ich nicht so gut darin, andere Leute anzusprechen, aber ich freue mich immer sehr, wenn jemand auf mich zukommt. Und ich habe Gathertown auch noch nicht so oft benutzt, also habt Mitleid und Verständnis, wenn es nicht sofort klappt, aber ich gebe mir alle Mühe und freue mich drauf, euch dort alle zu sehen. Gut, dann bleiben wir auch noch zu sagen, Katrin, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist, um den Vortrag zu halten auch für uns. Und ja, auch an alle, wir sehen uns dann später nochmal in den weiteren Streams, in weiteren Vorträgen oder auch direkt im Gathertown. Vielen Dank und ja, bis später. Ja, danke Markus für deine Moderation. Bis später.